Ja, kurzer Impuls zum Thema Ela. Und einige assoziieren sicher ein Lied aus den 80er Jahren. Und in dem Fall aber ist aber etwas Trockeneres gemeint, was aber, wenn man mal ein bisschen tiefer guckt, sich als ganz interessant herausstellt. Es geht nämlich um die Emergency Liquidity Assistance, kurz ELA genannt. Da stand ja auch sehr viel in den Zeitungen so in letzter Zeit drin. Und ich beschränke mich auf den Fall Griechenland, weil das eine Sonderkonstellation ist. Ja, man könnte sich ja zunächst mal fragen, wo liegt denn überhaupt das Problem bei der ELA-Geschichte? Ja, alles regt sich groß auf. Die Griechen transportieren da ihr Geld ins Ausland und was weiß ich nicht immer. Und das wäre nicht okay, etc. Wenn man jetzt mal ein einfacher Bürger ist, der jetzt diese Geldraffinessen nicht so im Kopf hat, dann denkt der sich, was ist denn hier eigentlich los? Weil ein Grieche hat Geld auf seinem Konto, ja, auf seinem Girokonto, und das hebt er ab und sagt, ja, für mich ist das ja eigentlich ist ja egal, ob das nur auf dem Girokonto steht oder ob man Bargeld dafür hat. Also 50 Euro so oder so, das ist das Gleiche. Mit anderen Worten, 50 Euro sind doch scheinbar 50 Euro und es ist doch kein quasi halbkrimineller Akt, wenn man von seinem Girokonto, von seinen Beständen was abhebt. Oder wenn man das Geld, was man auf dem Girokonto hat, abhebt und zum Beispiel an liebe Verwandte oder Banken oder Immobilienfonds ins Ausland schickt. Ja? Wo ist da das Problem? Also das heißt, von einer schwäbischen Hausmann-Logik aus gedacht praktisch, sieht das doch zunächst mal völlig unproblematisch aus. Nicht? Und das ist es aber nicht. Und warum ist es das nicht? Ja, in letzter Instanz hängt das mit dem den beiden Vorrednern ja sehr schön beschriebenen fraktionellen Reservesystem mit zwei Kreisläufen. Damit hängt das zusammen. Interessanterweise wird nur tausenderlei diskutiert, nur nicht diese Grundproblematik. Ja? Und darum geht es also. Ja, also das Problem ist kurz umrissen. Giralgeld, und das wurde ja schon durch die Unterscheidung dieser zwei Kreisläufe vorhin dargelegt, ist ja eigentlich eine Verbindlichkeit auf Zahlung von Geld. Und Geld, das in gewissem Sinne gar nicht da ist. Weil ja die Banknoten maximal 8-9% sind bei der Bank und jetzt, wenn jetzt mal ein paar 100% abheben, ungefähr 10% der Bevölkerung braucht man dazu, die das mal machen und ihr Giralgeld dann umtauschen, dann wird's eng, wenn also so eine Cashforderung da ist. Und das Problem wird immer dann massiv und offenkundig, wenn es halt einen drastischen Abzug gibt. Und in Griechenland hatten wir das ja. Und wir werden gleich noch kurz sehen, warum dann dieser Abzug passiert ist. Und das Problem, um es schon mal vorweg zu sagen, tritt eben dadurch auf, man hat hier eine Verbindlichkeit auf eine Auszahlung von Geld und dieses Geld kommt dann aber von irgendwo anders. Und dieses irgendwo anders, im Zweifelsfall die EZB, die ist nicht bereit, das zu machen. Und dann haben wir ein Problem. Ja? Also das ist insofern ein grundlegendes Problem des fraktionellen Reservesystems, was meistens nur im Zusammenhang mit Bankruns diskutiert wird. Ja, was ist ELA eigentlich? Das sind Liquiditätshilfen von nationalen Notenbanken an vorübergehend illiquide Kreditinstitute. Ja, vorübergehend illiquide. Wer bestimmt das eigentlich? Da fängt das Problem schon an. Die Bedingungen sind eigentlich, dass die Solvabilität gewährleistet sein muss. Das heißt, die Bank darf nicht bankrott oder pleite sein. Und man kann sagen, naja, die griechischen Banken, die haben ja in einem dieser Stresstests, der schon ein bisschen angezogener war als die ersten Stresstests, die so durchgeführt wurden, da haben die eigentlich ganz gut dagestanden. Ja? Also so Insolvenz ist scheinbar nicht gewesen. Und dann sind ja aber ein paar Dinge passiert, dass 30 Milliarden staatlich garantierte Anleihen nicht mehr ausgegeben werden dürfen und eingereicht werden dürfen bei der EZB. Und dass natürlich die EZB die Schleusen dicht gemacht hat, vor allem was die Hauptrefinanzierungsgeschäfte betroffen hat. Ja? Und damit ist natürlich die Art und Weise, der Hauptkanal, wie die, also jetzt die nationale Notenbanken und wie vor allem die einzelnen Banken, wie die also praktisch jetzt an Zentralbankgeld rankommen. Und dann bleibt eben nur noch wenig übrig. Also der Interbankenhandel in Bezug auf Zentralbankgeld, dass sie sich das ausleihen können, fällt neben diesen EZB-Fazilitäten also auch aus. Und wenn jetzt es keine guten Sicherheiten mehr gibt, dann wurde ja auch gesagt, dass das dann eine angemessene Restriktion praktisch ist.
Ja, und jetzt war natürlich für Griechenland der letzte Zentralbankgeldkanal, der noch offen war, weil ja auch die Staatsanleihen eben nicht akzeptiert wurden, war jetzt also diese Emergency Liquidity Assistance. Ja, da ja unter anderem auch eben diese Staatsanleihen nicht mehr akzeptiert wurden. Und schon 2012 war das so, das ist allerdings damals nicht so aufgefallen, dass Griechenland also ungefähr 100 Milliarden ELA bekommen hatte. Ist also kein unübliches Verfahren. Und nach 2007, nach dem Ausbruch der Finanzkrise, haben viele Länder ELA bekommen. Die Öffentlichkeit hat es meistens gar nicht so recht mitbekommen. Also beispielsweise Belgien, Griechenland, wie erwähnt, Irland, Zypern und auch Deutschland. Und für die Hypo Real Estate gab es damals ELA von der schlappen Summe von 50 Milliarden. Ja gut, jetzt ist es so, an sich liegt es im Ermessen der nationalen Notenbank, sowas zu machen, ja. Und das hat auch systematische Gründe, warum man diesen Kanal letztendlich der Nationalen Notenbank dann noch überträgt. Sie trägt dann auch voll die Risiken, stimmt nicht ganz, weil wenn ein Land dann komplett aus dem Euro in dem Fall ausscheidet, dann kann es doch zu gewissen Verlusten kommen. Und ja, die Nationale Notenbank und Zentralbank wird also sozusagen zum Lender of Last Resort in dem Fall. Und da gibt es bestimmte Bestimmungen. Sie muss zum Beispiel zeitnah, das ist dann auch näher bestimmt, an die EZB berichten. Jetzt gibt es ein paar Dinge, die klar formuliert sind. Zum Beispiel, dass der EZB-Rat mit einer Zweidrittelmehrheit jetzt das stoppen kann. Ja? Das ist eine klare Angelegenheit. Das steht da in dem Protokoll zur Satzung und das verstehe ich auch. Wir werden gleich noch sehen, dass es bestimmte Dinge gibt, die da so ein bisschen fuzzy werden. Ja? Also zum Beispiel geht das schon los mit der Verzinsung. In der Zeitung, in der überregionalen Presse beispielsweise, wenn man da mal nachfragt, wie hoch ist eigentlich die Verzinsung, dann steht da 1,5%. Und dann steht da noch in Klammern, ja, das liegt über dem normalen Refinanzierungssatz. Wenn man die Leute dann fragt, ja, liegt das jetzt 1,5% über dem normalen Refinanzierungssatz oder beträgt es jetzt exakt 1,5%? Und dann erfährt man das selten, eigenartig, ja. Das heißt also, die Verzinsung, die für diese ELA in Absprache mit der EZB, kann man sich auch fragen, wo steht das eigentlich, dass die EZB hier ein Wort mitzusprechen hat. Ja? Das geschieht so ein bisschen klammheimlich. Zumindest konnten wir, und ich bin ja öfters in Frankfurt, ja, also sozusagen an der Quelle, konnte man mir das nicht so mitteilen. Naja gut, jetzt kommen wir mal auf Griechenland. 2015 war das ja jetzt so, dass es mehrfache Erhöhungen gab von 60 Milliarden auf 90 Milliarden. Das ist ja eine ganze Menge, also 30 Milliarden, wenn man die Größe des Landes und die Höhe der Einlagen betrachtet, dann war das schon so einiges. Und die Griechen haben halt kräftig abgehoben, ja, 5 Milliarden pro Woche wurden da teilweise fällig und irgendwann war die Notenbank halt mal ein bisschen klamm, ja. Dann wurde immer gesagt, ja, wir sind fast pleite und dann aber doch nicht. Das hing damit zusammen, dass dann die Touristen langsam kamen und die haben ja schön dank der Warnung der Reiseveranstalter haben die schön Bargeld mitgenommen, ja, und so floss dann ein bisschen wieder zurück. Und dann waren wir halt wieder liquide für eine gewisse Zeit. Naja, gut. Ja, und was ist jetzt passiert? Es gab dann also anhaltende Geldabhebung privater und von Unternehmen und dann Überweisungen ins Ausland. Das heißt also Bargeldhortung und Auslandsüberweisung und dann Immobilienkauf, wie schon erwähnt. Dann verschärfte sich die Lage, es gab ja diese Ankündigung des Referendums und die EZB lehnte dann, viele haben das nicht so gemerkt, nur die Folgen dann beobachtet, am 23.06.2015 eine Aufstockung und mal einen Betrag, der da einen gewissen Freiraum geschaffen hat, von 6 Milliarden, haben die gesagt, nee, machen wir nicht, ja. Und ja, dann kam die Geschichte mit den Mini-Tranchen, also immer mal 300, 400, 500 Millionen, ja, und man lebte da so von der Hand in den Mund im Prinzip und dann haben sich die Griechen gesagt, naja, wie lange das so weitergeht, ja, das wissen wir noch nicht und vielleicht drehen die uns da den Hahn ab. Und dann kam es eben zu den Bankenschließungen und zu den Kapitalverkehrskontrollen. Mit anderen Worten, da konnte man schon sehen, dass der Beschluss der EZB über diese 6 Milliarden oder nicht 6 Milliarden und wie man da nun vorgeht, ob man schließt, Mini-Tranchen oder,
dass das massive Auswirkungen auf das Land und auf die Liquidität und Solvabilität der griechischen Banken hatte. Mit anderen Worten, die EZB ist hier ein massiver politischer Akteur geworden. Ja? Und völlig egal, was sie gemacht hätten, ob sie einen Kanal dicht gemacht hätten oder aufgelassen hätten, so oder so, hätten sie politische Entscheidungen, in dem Fall über die Regierung Tsipras, getroffen. Und das ist natürlich ein Problem. Ja? Man sagt, die EZB, das ist eigentlich ein technokratischer Sachwalter des Geldes. Und spätestens im Falle Italiens damals, als man Berlusconi loswerden wollte, hat man ja gesehen, dass das eben das damals mit dem SNP-Programm nicht unbedingt der Fall ist. Naja, was ist die übliche Kritik? Die Frage also daran, dass die EZB überhaupt diesen ELA-Kanal akzeptiert hat. Einmal sind die Banken überhaupt noch solvent, ja? Ja, irgendwie waren sie es dann schon fast nicht mehr, aufgrund auch der Politik der EZB, aber schwer zu sagen. Und zu Weidmanns Unglück war es so, dass das eben gemacht wurde und er sagte, ja, es gibt ja ein Verbot monetärer Staatsfinanzierung. Und wenn dann halt die Banken mit diesem Geld die T-Bills kaufen, die kurzfristig ausgegeben wurden und refinanziert werden mussten, waren ja sehr starke Kurzläufer, dann ist es so gewesen, dass hier also gesagt wurde, dass das monetäre Staatsfinanzierung ist, die ja rein offiziell nicht zulässig ist. Ja, die Entscheidung über das Überleben von Banken, so Weidmann, sollen Regierung und Parlamente und nicht Zentralbanken fällen. Da sind wir natürlich ganz bei ihm. Es gab dann eine Diskussion zwischen Martin Hellwig und Hans-Werner Sinn und Fuß. Und natürlich haben sich auch Politiker wie Carsten Schneider und so weiter da dran gehängt, ja. Und es gab ein sehr merkwürdiges Draghi-Interview. Und dieses Draghi-Interview wäre mal inhaltsanalytisch sehr interessant, weil wir werden gleich kurz noch sehen, wo hier der Knackpunkt liegt. Und Hellwig hat, oder Sinn hat gesagt, das ist eine Insolvenzverschleppung und eine Lizenz zum Gelddrucken, ja. Und das ist also komplett abzulehnen. Also er war dagegen und der Fuß hat das dann ja auch gesagt. Und der Hellwig hat aber gemeint, dass der ELA-Kanal erst zugemacht werden darf bei einem klaren Grexit. Weil sonst, und da hat er ja recht und ein bisschen hat es das ja auch bewahrheitet, es hier einen Teufelskreis gibt, da die Drosselung von ELA dann die Insolvenz, die man ja vorgibt, um die ELA nicht zu gewähren, überhaupt erst hervorruft, ja? Oder dann endgültig den I-Punkt draufsetzt. Es gab viele Nebenfragen, ELA für Ankauf von diesen T-Bills, darf die EZB die Geldschöpfungsgewinne behalten und so weiter. Aber letztendlich lässt sich es auf die beiden Fragestellungen bringen, war das eine gerechtfertigte Notstandsmaßnahme oder war es eine widerrechtliche Erpressung? Und viele haben ja gesagt, das war ein strategisches Druckmittel gegenüber der griechischen Regierung. Die Diskussion lief jetzt so, und ich bin jetzt gleich bei dem entscheidenden Punkt und höre danach auf. Die Diskussion lief so, dass einige gesagt haben, ELA-Kanal muss offen bleiben und andere haben gesagt, nee, muss zugemacht werden. Anhand dieser beiden Argumentationsschemata, die ich da gerade kurz anhand der ökonomischen Argumentierer hier erwähnt habe. Aber was eben nicht thematisiert wurde, war die Merkwürdigkeit des fraktionellen Reservesystems, was dahinter steht. Das sehen wir daran, wenn wir uns mal die Satzung der EZB anschauen. Da gibt es einen Artikel 14, der berühmte 14.4. Der lautet folgendermaßen: Die nationalen Zentralbanken können andere als die in dieser Satzung bezeichneten Aufgaben wahrnehmen, es sei denn, der EZB-Rat stellt mit 2/3 Mehrheit, wie schon erwähnt, der abgegebenen Stimmen fest, dass diese Aufgaben nicht den Zielen und Aufgaben des ESZB vereinbar sind. Derartige Aufgaben werden von den nationalen Zentralbanken in eigener Verantwortung und auf eigene Rechnung wahrgenommen und gelten nicht als Aufgaben des ESZB. Das heißt, es ist eine klare Ansage, die nationalen Notenbanken können diese ELA-Geschichten machen, die EZB kann nur mit 2/3 Mehrheit sagen, Freunde, das war's. Ja? Was Drittes steht hier nicht drin. Jetzt gibt es aber einen Artikel 16 und der bezieht sich auf etwas scheinbar völlig anderes, nämlich auf die Banknoten. Da steht nach Artikel so und so viel dieses Vertrages, das sind die EU-Verträge da, hat der EZB-Rat das ausschließliche Recht, die Ausgabe von Banknoten innerhalb der Gemeinschaft zu genehmigen. Das heißt, die sagen,
Banknoten gehen raus oder sie gehen nicht raus, und das ist das ausschließliche Recht des EZB-Rates, ja? Und zwischen diesen, wegen dem fraktionellen Reservesystem, bestehen zwischen diesen zwei Dingen besteht ein Widerspruch, ja? Es gibt dann, und zwar besteht der Widerspruch darin, dass auf der einen Seite die Banknoten ausschließlich durch die EZB vergeben werden dürfen, aber auf der anderen Seite ELA in die Aufgabe der nationalen Notenbanken fällt. Wenn jetzt wie in der griechischen Situation und auch in anderen Krisensituationen, wäre das ja nicht unwahrscheinlich, diese Abhebungen jetzt praktisch erfolgen, muss im Prinzip die Notenbank alimentieren und Banknoten rausgeben. Das heißt, sie hat dann nicht mehr das alleinige, der EZB-Rat hat dann nicht mehr das alleinige Entscheidungsrecht. Und das hängt damit zusammen, was Lino vorhin dargestellt hat, dass wir diese zwei Kreisläufe haben und dass dann Quasi-Geld, wie er das ja so schön genannt hat, in Realgeld oder echtes Geld, könnte man ja sagen, oder Vollgeld, könnte man das ja einfach mal so nebenbei nennen, umgewandelt wird. Und da ist eben ein Riesenproblem. Und das hat natürlich jetzt das haben die Herrschaften auch gemerkt. Und dann gibt es eine Entscheidung aus dem Oktober 2013. Und es ist ja interessant, ja. Oft liest man auf der einen Seite, mit 2/3 Mehrheit kann das abgelehnt werden. Und dann liest man aber in der Presse auch, der EZB-Rat hat beschlossen, dass in einer so und so großen Höhe wieder diese Mini-Portionierung, dass also da praktisch die griechische Nationalbank auf ELA zurückgreifen kann. Da kann man sich fragen, wie passt denn das zusammen, ja? Und da gibt es eben dieses Verfahren, diesen Beschluss, und das, man weiß gar nicht, wer dafür gestimmt hat. Es gibt da keine Begründung. Wenn man auf die Websites geht, findet man das auch nicht gleich. Bei der Bundesbank wird das zum Beispiel dann auch ohne Jahresangabe gemacht. Man hat den Eindruck, es ist denen ein bisschen peinlich, weil nämlich das genau auf diese doppelte Kreislaufproblematik geht. Ja? Denn es ist ja so, die EZB kann praktisch das Entstehen von Einlagen auf Girokonten nur sehr, sehr indirekt kontrollieren. Das ist ja eben das Geldschöpfungsprivileg der Banken. Ja? Wenn die Menschen jetzt aber darauf zurückgreifen, auf diese Girobeträge und eben Bargeld dann haben wollen, dann liegt hier ein Problem vor, weil sie dann alimentieren muss oder ablehnt. Ja? Also da steht bei diesem Verfahren Folgendes. Da steht so einiges, aber entscheidend ist, falls das Gesamtvolumen der für ein bestimmtes Finanzinstitut oder eine bestimmte Gruppe von Finanzinstituten geplanten ELA-Geschäfte einen Schwellenwert von 2 Milliarden übersteigt, prüft der EZB-Rat, ob das Risiko besteht, dass die betreffende ELA nicht mit den Zielen und Aufgaben des Eurosystems vereinbar ist. Okay, können Sie ja machen. Warum 2 Milliarden und so? Naja, haben Sie halt beschlossen. Jetzt kommt der entscheidende Satz. Auf Antrag der betreffenden nationalen Zentralbank oder Zentralbanken, also die auf ELA zurückgreifen wollen, so ist das gemeint, kann der EZB-Rat beschließen, einen Schwellenwert festzulegen. Man kann auch fragen, mit welcher Mehrheit eigentlich, ist hier übrigens nicht festgelegt, vielleicht mit einfacher, einen Schwellenwert festzulegen und keinen, und das ist jetzt eine interessante, kommunikationswissenschaftlich interessante Formulierung, ja, also einen Schwellenwert festzulegen und keinen Widerspruch gegen vorgesehene ELA-Operationen zu erheben, die unterhalb dieses Schwellenwertes liegen und innerhalb eines im Vorfeld festgelegten kurzen Zeitraums durchgeführt werden. Und das ist in meiner Meinung nach was ganz anderes, als was diese Zweidrittelablehnung bedeutet. Ja? Das heißt nämlich, wir können euch an der kurzen Leine halten, und ihr müsst einen Antrag an uns stellen, damit wir das nicht mit 2/3 Mehrheit ablehnen. Und dann können wir in kurzen Zeitabständen, wird das praktisch immer genehmigungspflichtig. Das ist aber praktisch ein interner Beschluss, der nie so richtig nach außen auch kommuniziert wurde und der im Prinzip dem Artikel 14.4 meiner Meinung nach klar in den Rücken fällt. Und dieses Interview von Draghi, was der erwähnt hatte, vor ein paar Monaten, das zeigt genau diesen Zwiespalt, in dem sich die EZB befand. Als Herr Draghi gesagt hat, ELA Griechenland, ist das okay, ist das nicht okay, ja, da hat er sich so durchgewunden, man konnte sich hinterher fragen, was hat er eigentlich gesagt. War aber so gesehen clever gemacht, weil eben die Presse diese Widersprüchlichkeit dann nicht aufgegriffen hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt die Unmöglichkeit in so einer Situation einer sauberen Entscheidung. Das heißt, die EZB muss dann ein politischer Handlungsakteur sein. Entweder
erlaubt sie dann eben einen Geldtransfer ins Ausland und haftet dann in letzter Instanz beim Euro-Austritt auch in gewissem Sinne, ja, beziehungsweise die europäischen Bürger. Oder aber sie sagen, nein, wir machen jetzt ELA dicht und dann ist die EZB praktisch diejenige, die eine demokratisch gewählte Regierung und ein Bankensystem zu Fall bringen kann. Und da gibt es kein Vertun. Ja? Also Herr Draghi liegt mir ja jetzt nicht unmittelbar am Herzen, aber man muss schon klar sagen, angesichts dieses fraktionellen Reservesystems kommt man da nicht raus. Ja? In so einer Situation wird die Notenbank zwangsläufig zu einem sehr wichtigen politischen Akteur. Mit Vollgeld, wie sehe das aus? Keine Nachschusspflicht von Zentralbankgeld, weil es ja eine Aufhebung der Kopplung von Kredit und Geldschöpfung gäbe. Das wurde ja vorhin schon dargestellt. Die Trennung von Giralgeld und Zentralbankgeld wäre kein Problem mehr, weil es ja keine Abhängigkeit des Zahlungsverkehrs von Krediten der EZB gäbe und es nur noch einen Geldkreislauf praktisch vorliegen würde. Ja? Und insofern ist meines Erachtens nach so, dass diese ganze ELA-Diskussion nicht bis zur letzten Wurzel des Problems vorgedrungen ist und dass dieses ganze Hickhacken, diese ganze Diskussion ja auch unter Ökonomen, ist das okay oder nicht okay, da kann man sagen, weder noch, das ganze Geldsystem beruht eben auf einer fragwürdigen Grundlage. Und das ist ein konkretes, aktuelles Beispiel dafür. Gut. Applaus